Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die Obstbäume blühen, die Knospen sind am Platzen, die Rasenmäher werden angeworfen, die Sonne ist unser ständiger Begleiter, Vitamin D wird gebildet, die Zeit für Frühlingsgefühle, für körperliche Nähe. Aber dieses Jahr ist alles anders. Dieses Jahr müssen wir uns zurückhalten. Wir sperren uns ein, bleiben zu Hause, kommen vielleicht zum Einkaufen einmal die Woche heraus. Wir distanzieren uns. Genau das Gegenteil passiert. Es gibt viele Einzelschicksale, die psychische Spätfolgen haben werden. So werden wir gewarnt. Und deshalb haben wir uns ein Einzelschicksal herausgegriffen, das wir begleitet haben. Begleiten Sie uns auf unserer kleinen Reise. Wenn sie sind, gut. Echt? Ja. Und jetzt darin, ja? Gut, also. Also ich fühle mich sehr vereinsamt und ich bin ganz alleine daheim. Und nur einmal die Woche trecke ich in Hunnenetto und da kann ich mal was einkaufen und dann ist wieder gut ein bisschen. Aber ich treffe meine alten Kumpels nicht mehr. Der Horst ist nur noch heim und. Junge, das. Und. Ha. Ihr Krebels! Müsst ihr da Fußball spielen tun, Junge! Könnt ihr nicht woanders hin? Wir machen hier einen Dokumentarfilm! Ja, da einen großen Garten, oder du Vollpfosten! Abstand halten! Du Hanjak! Früher war keine riesige Gruppe seid, oder was? Macht einen Jang, macht euch vom Acker! Aber flott! Junge, die Jugend. Also und ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Mein Jude Horst ist weg und. Aber. Ich habe eine Idee. Horst! Was? Na, ich bin's! Na, Michel! Du Krebel! Daheim in Lüttich ist es jedenfalls nicht! Gut, fein, ich bin's, ja! Gut, höre zu! Du kommst jetzt hierher! Sperre deine Nüschel auf! Stell dich hier vor, die Handminge Parkbank! Abgesperrt! Eine Menge Parkbank! Warum? Na, wegen Corona! Na, was weiß ich? Das Gesundheitsamt, die Stadt, die Polizei! Na, von mir aus Erika Steinbach, Lollig und Bollig oder Smunchichi! Und Videoüberwachung! Und eine Selbstschussanlage! Ja, dieser Skandal! Ja, das hatte ich schon gepostet bei Facebook und Instagram. Das geht viral. Dieser Skandal, ja? Ja, du kämmst jetzt hierher. Ja, sofort. Was? Ich hab noch nicht genossen. Ich hab noch nie genossen, Genosse. Na du Krebel, weißt du was? Wir machen jetzt eine Protestaktion. Na, eine Parkbankbesetzung hier auf dem Klosterplatz. Na, so wie damals bei Klosterplatz 21, weißt du? Da haben wir doch den,
den Kopfbahnhof, den Ungerirdischen, erstritten. Hier am Klosterplatz vor der Wipperliese. Mo? Was? Na gut, das hat damals nicht so geklappt. Ich weiß, aber das ist ganz große Politik. Es geht um unsere Grundrechte. Nur freilich. Du Vollpfosten, du kämmest jetzt hierher und du bringst eine Flasche Joltkrone mit. Was? Kein Geld? Junge, du hast doch erst 2 Paletten Dosenpfand abgegeben, du Griebel. Was? Deine Aale? Ja, die soll mal ordentlich gleichen gehen. Na, also wie ist der Grund zum Mucheln? Du kämmest dich jetzt hierher, sonst wären die kein Bier warm. Ja. Und vergiss nicht, sie haben nicht bedacht, dass wir wahnsinnig sind.